So, Kriegsmodus, Operation Breakout. Wir hatten schon Operation Neptune und Griffin. Jetzt kommen wir zu der letzten Warmap aus dem Standardspiel. Und hoffentlich schaffen wir es zu siegen und unsere Gegner zu zermalmen. Nachdem der Blackscreen vorbei ist, warum ist im Blackscreen? Ist da meine Aufnahme? Ah, es waren noch nicht genug Leute in der Runde. Ich durfte mal wieder warten. Und so wie ich sehe, wir hatten gerade einen Clan im Gegnerteam. Wir hatten einen Clan. Nee, der Clan ist bei uns in der Runde. Ich hoffe, dass die Leute gut sind. Wenn sich schon 4 Leute zusammensuchen mit dem gleichen Clan-Tag, erwartet man auch, dass die wissen, was sie tun. Nee, die sind im Gegnerteam, die welche ich meine. Supi. Aber sind nur 2 Leute? Noch nicht alle drin? Na? Ich sag gleich was zu den Waffen, nachdem wir hier den Anfang überstanden haben. Nein, ich wollte doch raus. Also mit dabei haben wir das MG15 in der heldenhaften Variante, Griff, Schnellfeuer, glaube ich, und Magazinerweiterung. Die Model 38, auch in der heldenhaften Variante. Mit der Diamanttarnung. Und bin ich mal ehrlich, war das gerade echt ein mieser Tod. Ich dachte nicht, dass die Granate bei uns gewesen ist. Okay. Sie greifen den Kommandoposten an. Nee, da nicht. Na komm schon. Ja. Da hatten wir gerade wohl Pech. Wir haben nicht genug Schaden gemacht. Alter, verliert man den schnell. Na, da können wir uns schon zurückziehen. Doch, da ziehe ich mich schon zurück. Sie dürfen den Kommandoposten nicht überrennen. Ja, das ging schnell. Sau schnell. Der Feind hat unseren Kommandoposten eingenommen, aber die Schlacht ist noch nicht vorbei. Das hatte ich eine Aufnahme davor auch schon, dass es so schnell ging. Die wollte ich dann nicht nehmen, weil ich muss ehrlich sagen, manchmal sind die Gegner dermaßen übertrieben stark. Oder gut. Mal sehen, ob hier jemand langkommt. Auf jeden Fall kommt einer von unseren Jungs lang. Ja, den haben wir. Wir sind hier zu zweit im Raum, richtig? Ja. Na gut. Mal hier gucken. Wie man hier auch alles im Blick haben sollte. Oh Mann. Jupp, den habe ich gesehen. Verdammt. Ja. Wir gehen hier auf die rechte Seite. Da kommt jemand zu uns ins Gebiet. Ha. Legen uns hier hin. Wie viel Treffer braucht die Waffe eigentlich? Eigentlich ist sie verdammt stark. Der Feind errichtet eine Brücke. Okay. Nein. Ja. Gut, das war schlecht gespielt. Ich hoffe mal, dass wir hier eine ordentliche Runde hinbekommen. Ich würde schon gerne so um die 20 Minimum. Ich weiß, dass viele Leute um die 50 Kills hinkriegen. Sogar ein 100 plus habe ich schon gesehen, aber... Ich bin ehrlich, das ist nicht so... Hier ist ganz dumm. Ist nicht so meins. Nee, war noch keiner. War ein bisschen zu früh. Ach Mann. Ja, sie bauen eine Brücke. Können wir sie hier 2 Minuten aufhalten? Was? Mit der letzten Kugel im Magazin oder was? Anders kann ich mir das gerade nicht denken. Jo, mit der letzten Kugel. Oh Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Und, ja, wieso gucke ich eigentlich immer auf meine KD? Ich sehe es ja nicht. Ach, verdammt. Nicht mein Tag. So, den haben wir. Nicht! Den hat uns jemand geklaut? Doch, den haben wir. Ich dachte gerade Abschussassist. Sie bauen eine Brücke. Tötet ihn doch! Ich habe ihn so angehittet. Der muss doch low life sein. Geht doch. Oh, Leute. Ich kann ja auch nicht alles alleine machen. Ja, gut. Noch eine Minute. Theoretisch. Theoretisch. Okay.
Wir fallen so schnell zurück, dass wir hier nicht vorankommen. Und jetzt kommt unser Flammenwerfer in Einsatz, okay. Wir dürfen diese Brücke nicht errichten. Kann ich hier hinten einfach? Nee. Jo, da ist selber ein Sniper von denen. Was? Wow, nice. Nein! Oh, Granate, aber gut, weiter, weiter, weiter. Einfach das MG zücken und die Brücke halten. Wo ist denn der? Einfach die Brücke halten, Leute. Einfach die Brücke halten. Kommt schon, kommt schon. Was ist in 10 Sekunden? Ich habe keine Ahnung. Kommt unsere Verstärkung dann schon? Okay, einfach weiterhalten. Einfach die Brücke halten. Wir haben es geschafft. Nee, ne? Den Brückenbau des Feindes verhindert. Wir haben... Okay, ich habe 11 Kills gemacht. Das ist nicht schlecht in meinen Augen. Ich bin nicht der beste Spieler, wenn es wirklich um diesen Spielmodus geht in War. Ich kenne weder die Spots von War. Ich habe wirklich bis jetzt 3 Runden in War gespielt. Und die erste war, die ihr gesehen habt. Operation Griffin, meine zweite war Operation Neptun, die ihr gesehen habt. Und die dritte, das ist jetzt die hier, Operation Breakout. Wir spielen wieder diese Runde mit dieser Waffe. Diesmal im Angriff. Mal sehen, ob wir weiterkommen als die. Ich würde gerne wissen, wie es bis zum Ende hin aussieht. Ich weiß natürlich, wie es aussieht. Also, es ist nicht so, als ob ich es noch nie gespielt habe, aber es ist wirklich eher so rare gespielt. Also, ich habe vielleicht 6 Runden insgesamt gespielt. Ich habe jede Map schon einmal privat gespielt. Aber ich würde jetzt auch gerne... jetzt mit euch dieses hier bis zum Ende haben. Oh Mann, ich bin der Einzige mit weißer Kleidung. Ich komme aus dem Winter. Ja, schön. Die Diamanttarnung ist wirklich schön. Und dieses MG ist auch irgendwie wirklich schön. Auch wenn es irgendwie so klein und kurz ist. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl, sowas in der Hand zu haben. Den haben wir. Okay, dann gehen wir jetzt einfach ran. Meistens ist dort ja einer, also hier vorne meinte ich nicht da, wo der war. Das war nämlich für mich auch neu. Den kriegst du, oder? Ja. Nice. Verdammt, meine Waffe ist leer. Okay, schnell. Können wir da einfach... Nein, die lag davor. Wir sollten mal kurz unsere Waffen durchladen. Sniper sind nicht so die effektivsten Waffen. Ich weiß, für den Nahkampf auch nicht. Ich habe es ja eben schon bewiesen, dass ich mit einem Sniper im Nahkampf nichts kann. Ich hätte dafür das Vierfach teilnehmen sollen. Aber... Ja, gegen den lieben Dero 08 schaffe ich es nicht so gut. Aber wir könnten es trotzdem schaffen. Ich habe ja am Ende nochmal bei der Brücke gut aufgeräumt und die Stellung gut gehalten. Hier ist ein Widerständler. Ja, ich muss jetzt einfach mal... das reinkriegen und niemanden bekommen. Schade, ich dachte. Geht mal rein. Ich weiß auch gar nicht, wo die genau die Mitte ist. Ach, da, okay. Das ist bei dieser Waffe schwer zu sagen. Das ist ja auch mehr so ein Flakvisier. Also für die Luftabwehr gedacht, dieses Scope. Komm, mit dem MG vorwaschen, los. Und. Oh Gott, von der Seite, von der Seite. Hast du ihn? Nee, hast du nicht. Sonst wirst du nicht so vorsichtig sein, oder? Doch, doch. Du hast den. Schöne Sache. Schöne Sache. Feindlicher Abwurf! Du hast das Teil zwar aufgebaut, aber nicht rangegangen. Okay. Na los, Soldaten, baut die Brücke! Ich will nur mal kurz hier gucken, weil man kann eigentlich da unten gut stehen und dann dort den Brückenbau verhindern. Aber ich lade mal kurz einfach meine Waffe durch. Dafür haben wir jetzt ja Zeit. Und das Sniper nochmal. Ne, das ist voll okay. Na gut, dann gehen wir auch hier rüber. Scheinbar. Ich habe mich vor meinem Mate erschrocken, weil ich dachte, der Mate wäre ein Gegner, weil er mich so angeguckt hat. Ja. Rache ist süß. Ja. Okay. Ne, das ist das MG. Ich bin gerade wirklich im Glauben gewesen, dass das MG... Oh, verdammt. Der Gegner ist. Okay, die Granate war gut. Komm. 20 Kills ist so meine Schmerzgrenze, die ich haben will. Ich habe eben 11 gemacht, jetzt nochmal 10. Das reicht mir dann. Na?
Da war doch gerade einer. Gehen wir mal runter. Sicherlich kann man von hier unten. Ich weiß, dass wir noch nicht da hoch können. Aber ich wollte gerade sagen, die Gegner müssen doch da oben irgendwo sein. Und hier unten können wir so ziemlich gut die Stellung halten. Und alles, was zu nahe kommt, kriegen wir hier weg. Gut, wir kriegen hier leider nicht alles, aber kurz nachladen, das können wir. Gut, baut die Brücke weiter. Okay, wir können hoch. Wir können zu der nächsten Sache. Also, vorsichtig. Bei diesem Haus. Weil da sind die Sniper immer drin. Okay, hier ist der Sherman. Covern wir den Sherman. Was ist denn das eigentlich für einer? Ach, einer mit der normalen Kanone. Okay, ich dachte, das wäre vielleicht ein Firefly. Schade. Ui. Der quetscht den. Okay, mal sehen. Da sind sicherlich welche. Okay, diese Waffe, dieses Browning ist wirklich langsam von der Feuerrate her. Ich würde da gerne einen mit erledigen. Aber ich sollte auch rausgehen, wenn es zu riskant wird. Weil wir wirklich offen damit sind. Jupp, der Flammenwerfer kommt von hinten, Leute. Das ist ein schlechtes Zeichen. Hat sich einfach durchgesneakt. Aber das ist kein Problem für uns. Wo ist denn der? Ja, komm, wir kommen zu Flak durch, das habe ich. Ich hoffe, dass wir wirklich zur Flak durchkommen. Nein, von wo kam der denn? Wie kommt man dann... Gibt es... Oh, es gibt zwei Wege da rein, das habe ich ganz vergessen. Das passiert, wenn man diese Map nur ein, zweimal gespielt hat. Dass man da mehrfach durch... Also mehrere Wege gibt. Dann hätte ich mich auch hier nicht so auf den Sherman gesetzt. Ja, sehe ich jetzt gerade auch auf der Map. Minimap. Also. Schauen wir mal. Wie nah kann ich denn hier hin? Was? Schon wieder gesichert? Das ging schnell. Okay, wir haben schon über 20 Kills. Also das, was ich gerne machen wollte, also erreichen wollte, habe ich geschafft. Das freut mich. Oh Gott. Das war... Das hätte ein Triple Kill werden können. Wäre nicht, was war das jetzt? Ein Sniper, genau. Der Sniper in die Quere gekommen. Komm. Kann ich das? Ja. Nein, wo? Ach so, ich bin ganz alleine, ja. Mein Team muss erstmal respawnen und wieder herkommen. Ja gut, 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 komm. Das ist eine Runde, die schaffen wir. Die Hauptbatterie ist an der Kirche. Ja gut, gehen wir zu den 88ern und machen diese Flaks kaputt. Die 88er. Na. Gut. Wir dürfen jetzt etwas weiter nach vorne. Okay, komm, 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 komm. Gut. Nein, da sitzt ein Sniper. Wo, wo, wo? Ah, gleich geradeaus durch. Schade, schade. Der Sniper haben wir jetzt gar nicht mal so oft benutzt, wie ich gerne gewollt hätte, aber man kann ja auch nicht alles haben. Siehst du da wirklich jemanden? Jupp, du siehst da jemanden. Was war das denn? Warte. Was? Zum... Ach, der sprayt da einfach durch, okay. Das geht? Ist hier immer noch der Kerl mit seinem Radar? Nee. Ja, lasst euch zurückfallen. Der letzte Punkt ist immer das schwerste. Da haben wir den Sniper bekommen, oder? Ja.
Boah. Geh woanders hin, snipen, Junge. Ich war... Hier zuerst. Das ist das Problem. Das ist das Problem mit vielen dieser Community. Weil ich muss ehrlich sagen, ich wäre nicht so schnell aufgefallen, als wenn da jetzt hinter mir jemand steht, der die ganze Zeit rumläuft, springt und sonst was. Das ist das Problem. Wenn... Wieso müssen immer... Schon wieder! Alter, geh mal weg! Der ist dann gleich hier vorne um die Ecke. Ist der gerade in den Panzer reingelaufen und deswegen gestorben? Wir müssen in einer Minute die 88er erreichen. Nein, der Sniper, der macht uns gerade Probleme. Der Sniper, der nimmt uns hier auseinander. Der Sniper nimmt uns hier richtig auseinander. Oh Mann. Ja, wir kommen hier jetzt... Ja, wir werden jetzt hier dran scheitern, glaube ich. Aber wir haben weitaus mehr Fortschritt gemacht als unser Konkurrent. Also das Gegnerteam meinte ich damit. Nimmst du echt das Enfield zum Snipen? Da ist ja sogar meine Model eine bessere Wahl. Komm schon. Wir haben es nicht geschafft. Leider nicht. Die 88er stehen noch. Die 88er. Wir haben jetzt die Endscreen, die Endszenen gar nicht gesehen, wie es aussieht, wenn man gewinnt, aber... Haben wir es in den anderen gesehen? Nee. Bei Neptun haben wir es gesehen, weil wir das einmal dort gehalten haben und einmal... Hat jede Phase eine andere Szene?